Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Monika Pietz und Hauke Hader von Leseschatz TV hat mich eingeladen, hier mein neues Buch vorzustellen. Und das sind die Sommerschwestern. Die Sommerschwestern erzählen von, es sind eine Familiengeschichte, erzählen von vier Schwestern. Also nach den Dienstagsfrauen, die viele von euch wahrscheinlich gelesen haben oder auch in der Verfilmung gesehen haben, hatte ich einfach Lust, nochmal was über Frauen zu schreiben und nochmal in einer anderen Konstellation, wo es eigentlich noch viel komplizierter ist, nämlich unter Schwestern, die man hat als Schwestern lebenslang, ob man will oder nicht und ob man Kontakt hat oder nicht. Und man hat, was mich daran fasziniert hat, sind Familiengeheimnisse. Und die Tatsache, dass man sich oft in Familien noch nicht mal einigen darüber kann, was eigentlich passiert ist. Und ich lese vielleicht mal ein kurzes Stück vor, was sich mit diesem Titel verbindet. Sommerschwestern. In dem Wort schwangen tausende Erinnerungen an glückliche Zeiten mit. Wie lange hatten Doro, Jella, Amelie und Helen sich nicht mehr als eine Einheit und als Sommerschwestern verstanden. Nie waren die vier Mädchen sich so nahe gewesen wie in den endlosen Ferien, die sie traditionell an der holländischen Nordseeküste in Bergen verbrachten. Jeden Sommer verwilderten sie im Dreieck zwischen Campingplatz, Strand und Dorf. Wenn die vier Mädchen nicht am Strand spielten und badeten, stromerten sie zwischen den Zelten herum, traten auf der improvisierten Bühne auf dem Campingplatz auf, ihre Gruppe hieß Doro und der Rest, verkauften Limonade, selbstgekochte Suppe, Muffins oder bemalten Steine. Wenn die Sonne am Ende eines langen Tages ins Wasser abtauchte, tobten sie durch verwunschene Dünenwälder rund um den Campingplatz, bis die Dunkelheit sie verschluckte. Die Erinnerungen an das Kindheitsparadies zauberten ein Lächeln auf Jellas Gesicht. Die Sommerschwestern hatten chronisch Sand zwischen den Zehen, den Wind in den Haaren und aßen den ganzen Sommer das, was sich auf zwei Flammen des Gaskochers ohne allzu große Mühe zubereiten ließ. Wochenland Strand, Camping und Nudeln mit wahlweise roter, grüner und weißer Soße. Mehr brauchte es nicht zum Kinderglück. Am Ende jedes Sommers weinte Jella bitterlich, wenn sich im Rückfenster des dreireihigen Volkswagenbusses die Schranke zum Campingplatz schloss und kurz darauf Schule und Streitereien begannen. »Wir taugen nicht für den Alltag«, hatte Doro immer gesagt. »Wir sind eben Sommerschwestern.« Und diese idyllischen Ferien an der Küste nehmen ein jähes Ende, als der Vater verunglückt in Holland. Und jetzt ist es 20 Jahre später und 20 Jahre später flattert bei den vier Schwestern eine Einladung der Mutter auf den Tisch. Und da steht drauf, ich muss etwas mit euch besprechen, in Bergen. Und sie lädt die ganze Familie ein nach Holland, relativ überraschend, um mit ihnen irgendetwas zu besprechen. Will das aber partout nicht sagen, worum es überhaupt geht. Und nun brechen die vier Schwestern auf, aus ihrem Leben, die sind alle furchtbar beschäftigt, also die älteste Doro ist Kostümbildnerin am Theater und benimmt sich immer so, als wäre sie auf einer großen Bühne. Jella, die Hauptfigur, die lebt in Berlin, hat zwei kleine Kinder und einen Mann, der sich als erfolgsloser Schriftsteller durch die Welt quält. Dann haben wir noch Helen, das ist die reservierteste und zurückhaltendste von des Quartetts, die arbeitet bei einem Pharmaunternehmen. Jüngste Amelie, die ist auf der Suche nach einem Job, nach einem Mann, nach einer Wohnung, nach der Mitte, nach allem. Und diese vier machen sich eben auf an die holländische Küste, um zu erfahren, was ihre Mutter ihnen eigentlich mitzuteilen hat. Ob das nun über den Unfall ist oder ob es irgendwelche anderen Geheimnisse gibt, das verrät sie nicht. Und es gibt neben diesen fünf Frauen, um die sich alles dreht, noch einen weiteren Hauptdarsteller in der Geschichte. Und das ist Holland. Also ich habe mich bemüht, meine gesamte Liebe zu Holland dort auch reinzustecken. Also ich möchte euch einladen, wenn ihr Lust habt, durch die Dünen zu wandeln und sei es auch nur virtuell oder am Strand zu liegen oder schottischen Hochlandrindern zu begegnen, dann lade ich euch ein, mit den Sommerschwestern nach Holland zu kommen. Das war's von meiner Seite aus.
und überall anders hin. Vielleicht sehen wir uns in Holland. Tschüss!